Wenn unsere Kinder depressive Zustände haben, ist es ganz wichtig, dass wir uns dieser Sache annehmen und die Kinder brauchen unsere Zuwendung in dieser Phase. Bevor Eltern dazu übergehen, den Kindern jetzt Medikamente zu geben, empfehle ich unbedingt vorher noch zu schauen, ob man nicht mit einem Reinigungsprogramm und einem Darmflora-Aufbauprogramm hier helfen kann. Wie kann das sein? Die Kinder haben ja tendenziell eine große Tendenz, Fastfood zu essen und sehr viel Naschzeug zu essen und das füttert natürlich sehr stark Pilze an. Wenn das jetzt passiert, dass Pilze im Darm Überhand nehmen, Pilze haben einen Stoffwechsel in sich, die essen und scheiden aus. Die Ausscheidung der Pilze sind toxische Abfallstoffe und das belastet und verschlackt den Kindern komplett den Darm. Das bleibt dann nicht nur im Darm, sondern wandert auch in die Leber und die Leber ist damit auch sehr stark gefordert, diesen ganzen Giftmüll abzutransportieren. Und auch das ganze Thema der Allergien entsteht hier, aber auch das Problem der Legasthenie oder der Lernschwächen oder der Müdigkeit und Erschöpfung. Sobald der Darm nicht optimal fit ist, funktioniert die Nährstoffaufnahme nicht optimal. Was können wir jetzt also tun? Erster Punkt, ganz dringend Darmsanierungsprogramme machen, Darmreinigungsprogramme machen, kindgerecht. Ich habe dazu auch eine Anleitung. Das Wichtigste ist, umstellen auf Gemüseessen, weg vom Zucker und auch weg vom massiven Fleischkonsum. Auch der macht in der Phase, wo schon Schwächen da sind, für die Leber wirklich eine große Schwierigkeit und ein großes Problem. Also zurück zum gesunden Essen, gemüselastig essen, sehr viel Grünzeug essen, wenn möglich, Darmbakterien dazugeben, um die Darmflora aufzubauen. Wenn das gelingt, reinigt sich der Darm in sich selber und die Schleimhaut wird funktionsfähig, kann gut Nährstoffe aufnehmen und auch das Serotonin, unser Glückshormon, das im Darm produziert wird, kann hier wieder funktionsfähig sein, wenn die Darmschleimhaut sauber ist. Wenn wir das 3 Wochen bis 3 Monate mit den Kindern machen, haben wir in der Regel bei den meisten Kindern so einen großen Erfolg, dass medikamentöse Behandlung nicht mehr sein muss, weil es sich von selber reguliert. Viel Erfolg!